Mann, wo bleiben die denn nur? Ey, die haben mir echt versprochen, heute mal pünktlich da zu sein. Ach, da seid ihr. Na endlich, Mann. Ja, ihr habt mir doch versprochen, heute pünktlich zu sein. Ja, nee, ist okay, ihr seid da. Ich wollte heute doch über das Wort versprochen, etwas versprechen mit euch reden, aber ich möchte auch mit euch über die Wörter sich versprechen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt habe ich mich total versprochen. Ach, nochmal. Ich wollte mit euch über die Wörter etwas versprechen reden und sich versprechen. Ach, jetzt hab ich den Faden wieder gefunden. Ich wollte mit euch über die Wörter etwas versprechen und sich versprechen reden. Naja, ihr habt schon gemerkt, ich habe natürlich nur so getan, als ob ich mich versprochen habe. Ja, ich habe mich eben versprochen. Ich habe nicht das richtige Wort gefunden. Aber wisst ihr was? Ich habe Petra versprochen. Was? Genau, sie nochmal anzurufen. Ja, ich weiß, es nervt euch immer. Aber sie ist doch meine beste Freundin. Ihr hattet mir auch das letzte Mal versprochen, dass ihr heute pünktlich kommt. Oh, und ihr seid nicht pünktlich da gewesen. Sind noch nicht mal alle da. Also werde ich jetzt auch mein Versprechen einlösen und kurz mit Petra telefonieren. Und versprochen, ich telefoniere, Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. Und versprochen, ich telefoniere dieses Mal auch nur ganz kurz mit Petra, okay? Und ihr bleibt da, versprochen? Okay. Ah, hallo, hallo, hier ist Anja. Ja, ich wollte Petra sprechen. Entschuldige bitte, dass ich dich gestört habe beim Lernen. Nein, lern ruhig weiter, Mathe. Das hast du deiner Mama versprochen. Mach das weiter. Kannst du mir deine Mama ganz schnell mal geben? Ja, danke, danke. Ich hatte ihr versprochen, dass ich sie noch mal anrufe. Hi Petra, na, ich bin's, Anja. Nee, ich hatte dir doch versprochen, dass ich dich noch mal anrufe. Sag mal, dein Sohn ist ja süß. Er hat mir eben gesagt, er hat dir versprochen, dass er Mathe lernt. Ah, oh, okay, er verspricht es immer wieder und dann lernt er doch nicht. Also er bricht sein Versprechen. Das ist aber nicht so gut, oder? Naja, okay, in diesem Alter, ne? Er hat wahrscheinlich auch nicht so viel Lust, Mathe zu lernen, oder? Naja, aber andererseits, du hast recht, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Deswegen habe ich dich auch angerufen. Aber Petra, warum sollte ich dich eigentlich anrufen? Es klang so dringend irgendwie. Ach, stimmt. Wir hatten ja versprochen, dass wir Sabine bei ihrem Umzug helfen. Das habe ich total vergessen. Ah, ja, ich weiß, wenn ich es versprochen habe, dann muss ich es auch halten. Puh, ich habe echt überhaupt keine Lust, ihr da zu helfen. Ja, manchmal verspreche ich die Sachen viel zu schnell, aber. Nee, du hast schon recht. Wenn ich es versprochen habe, muss ich ihr helfen. Und du hattest es ihr auch versprochen. Ach, du hast schon abgesagt? Okay. Und wie hat sie reagiert? Oh, sie war sauer. Sie hat gesagt, weil du es ihr versprochen hast, musst du ihr auch helfen. Naja, musst, aber. Und wenn wir ihr zusammen schnell helfen? Ich meine, wir haben es ihr schließlich versprochen. Und ja, ist doch eine Freundin von uns. Sollen wir das machen? Ja. Was? Ich habe gesagt, um 1 Uhr treffen wir uns? Nee, da habe ich mich bestimmt versprochen. Nein, um 1 habe ich gar keine Zeit, Petra. Ich kann frühestens um 3 Uhr kommen. Du, da muss ich mich total versprochen haben oder irgendwie die Uhrzeit vertauscht haben. Tut mir leid. Nee, um 1 schaffe ich echt nicht. Also, nee, da habe ich zu viel zu tun. Tut mir leid, da habe ich mich vertan. Da habe ich mich wohl am Telefon versprochen. Okay, sagst du noch mal, Sabine, dass wir kommen? Ja, prima. Bis dann, Petra. Tschüss. Oh, Leute, Leute, habe ich das versprochen, dass ich um 1 Uhr bei Sabine bin? Nee, da muss ich mich versprochen haben oder irgendwie woanders mit meinen Gedanken gewesen sein. Und was ist mit dir? Du hattest eine Frage? Nee, keine Frage. Ah, okay. Du hast dich nur versprochen. Du wolltest was ganz anderes. Okay, wie, was wolltest du denn? Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Du wolltest etwas zum Schreiben haben. Hast du deinen Stift nicht mitgenommen? Ach, du hattest mir den Stift ja geliehen und ich hatte dir versprochen, den zurückzugeben. Entschuldigung, habe ich vergessen. Bitte schön, bitte schön. Vielen Dank nochmal, dass du mir den Stift geliehen hast und Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich habe versprochen, dir den Stift gleich nach unserem Unterricht, nach unserem kleinen Video zurückzugeben.
Habe ich total vergessen. Entschuldigung. Ja, man muss die Versprechen natürlich halten. Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Ihr könnt es euch denken, oder? Also wenn man etwas verspricht, wenn man zusagt zu einer Sache, zum Beispiel, ich habe halt gesagt, ich helfe Sabine beim Umzug, obwohl ich überhaupt keine Lust habe. Aber naja, ich muss jetzt natürlich zu meinem Versprechen stehen. Und wenn ich sagen würde, du Sabine, ich komme jetzt doch nicht, dann würde ich es brechen, durchbrechen, ja, durchbrechen. Und das wäre sehr unhöflich. Also ein Versprechen sollte man auch halten, wenn man etwas versprochen hat. Aber versprechen, sich versprechen ist, wenn man sich, ich wollte erklären, wenn man sagt, sich versprechen. Okay, eben habe ich mich versprochen, ich wollte etwas anderes sagen. Naja, oder zum Beispiel kann es passieren, wenn man vielleicht viel und schnell spricht, dass man sich verspricht, also dass man vielleicht die Worte verwechselt oder nicht klar ausspricht, ja, also sich versprechen und dann, ja, dann wiederholt man einfach nochmal die Sätze oder die Wörter. Naja, und etwas versprechen, wie zum Beispiel Petras Sohn seiner Mama versprochen hat, viel zu lernen, vielleicht hat er das auch nur gemacht, um sie zu beruhigen. Ja, aber das muss er dann auch jetzt einhalten, ne? Auch wenn es ihm schwerfällt. Übrigens, hattet ihr mir nicht das letzte Mal versprochen, dass ihr ganz, ganz viel lernen wollt? Nee, habt ihr mir gar nicht versprochen? Habe ich mir vielleicht nur eingebildet. Aber vielleicht könnt ihr mir ja versprechen, dass ihr einen Satz schreibt mit dem Wort sich versprechen oder etwas versprechen. Also zwei Sätze. Ja, du machst das? Versprochen? Okay. Ich verspreche dir, dass wir die Fehler korrigieren, wenn Fehler drin sind. Und versprecht ihr mir auch, mir einen Daumen rauf zu geben? Ja, das ist super. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.